verlassen den Süden des westlichen Fingers des Peloponnes und fahren jetzt Richtung Norden. Unser Ziel ist der Westteil der Halbinsel Kyllini. Es ist jetzt Ende Mai 2021. Wir haben den Campingplatz in Koroni verlassen und haben uns entschieden, dieses Mal entlang der Küste zu fahren. Bei herrlichstem Wetter ist unser Ziel der Campingplatz Melissa. Der liegt etwa 4 Kilometer südwestlich vom Ferienort Castro direkt am Meer. Ja, wie man sieht, ist noch nicht wirklich viel los auf dem Platz. Normalerweise beginnt hier die Saison Anfang April, aber aufgrund von Corona und des Lockdowns ist sie hier erst im Mai angelaufen. Und wie immer stellt sich die Frage, wo wollen wir stehen?
In der Nähe der Rezeption gibt es WLAN und weiter hinten gibt es eine schöne Aussicht. Dieses Mal siegt die Aussicht. Es gibt zwar noch freie Plätze in der ersten Reihe, aber wir stellen uns lieber in die zweite. Inzwischen sind wir gebrannte Kinder, was die erste Reihe betrifft. Wird die Brise heftiger, kann es in der ersten Reihe sehr schnell sehr ungemütlich werden. Außerdem haben wir den Eindruck, dass die Parzellen in der ersten Reihe eher für kleinere Mobile oder für Wohnwagen geeignet sind. Der Strand hier ist echt der Hammer. Ein absoluter Traum. Ein langer, feiner Sandstrand, an dem man wunderbar spazieren gehen kann. Thank you.
Moin Moin. So, es ist immerhin schon fast 7:30. Genau die richtige Zeit, um sich den Sanitärbereich anzugucken. Ja, dann lass uns mal schauen, was es hier zu sehen gibt. So, wie ihr seht, Warmwasserbereitung über Solar. Dann ein paar Hinweisschilder, wo es zur Entsorgung der Chemietoilette geht, dass man nichts ins Klo schmeißen soll. Ja, schauen wir mal. So, dann haben wir hier die Duschen. Handbrause mit Halter, sodass man über Kopf duschen kann. Die Mischbatterie. Eine Seifenschale. Und dann oben ist noch. Gefliest. Ja, das ist eine Trennwand mit einem Halter, damit die Klammern nicht nass werden. Hier geht's das Klo mit Klobrille. Klo und Halter. Mit Toilettenpapier, Leine ist drin. Aber schon etwas in die Jahre gekommen. Hier haben wir Waschbecken. Dann gibt es hier noch eine Säule mit Waschbecken. Ja, alles ganz nett und ganz ordentlich. Hier kann man das für die Körperhygiene tun. Und das ist der Raum, in dem die Chemietoilette entsorgt wird. Also Standard. Hier kann man das Geschirr abspülen. Alles sauber, alles schön. Hier kann man Wäsche waschen. Der Campingplatz selbst hat geöffnet von Anfang April bis Ende Oktober. Für eine Nacht Ende Mai haben wir für ein Wohnmobil und 3 Personen 25 Euro bezahlt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir sagen erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.